Alfred Finnbogason ist zurück auf dem Trainingsplatz. Am Dienstag drehte der Torjäger des FC Augsburg einige Laufrunden und absolvierte anschließend ein individuelles Athletikprogramm. Im Laufe der Woche soll er die Belastung steigern. Manuel Baum hofft auf ein Comeback des Isländers am Samstag in Gladbach. Anführungszeichen. Der Plan ist, dass Alfred am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert und sich dann täglich steigert, sagte Baum am Dienstag und schürte die Hoffnung, dass der Angreifer dem FCA am kommenden Wochenende wieder zur Verfügung steht. Es kann durchaus sein, dass er gegen Gladbach wieder von Anfang an spielt. Wenn die Achillessehne nicht reagiert, ist das zu 100% realistisch. Wir gehen aber kein Risiko ein. Anführungszeichen. Wegen einer Entzündung an der Achillessehne sowie einer Erkältung konnte Finnbogason während der Vorbereitung nur Lauftraining absolvieren und verpasste den Rückrundenstart gegen den HSV 1:0. Ein Einsatz in Gladbach über 90 Minuten wäre deshalb eine Überraschung, zumindest als Joker könnte Finnbogason aber wieder zur Verfügung stehen. Ein Bundesligaspiel kann man nicht aus der leeren Hose machen. Da muss man sich rantasten, sagte Baum und erinnerte an Finnbogasons Rückkehr nach einer Schambeinentzündung im vergangenen Frühjahr. Da hat Alfred zwei Spiele gebraucht, bis er wieder auf dem Level war. Anführungszeichen. Die Ausfallzeit betrug damals ein halbes Jahr, nun verpasste Finnbogason nur gut zwei Wochen Training. Entsprechend schneller dürfte die Wiedereingliederung gehen, dennoch bremst Baum. Man muss ein bisschen aufpassen, die Erwartungshaltung darf nicht sein. Jetzt kommt Alfred und schießt wieder alles ab. Anführungszeichen. Dennoch würde ein Comeback des Torjägers, 11 Saisontreffer, dem FCA sehr gut tun. Sergio Córdoba konnte Finnbogason gegen den HSV nur bedingt ersetzen. Mit Dongwondi fehlte ein weiterer Angreifer auch am Dienstag beim Training. Er laboriert noch an der Knieverletzung aus dem Trainingslager. Ich rechne täglich damit, dass er wieder auf den Platz kann, sagte Baum. Die Rekonvaleszenten Kevin Danso und Erik Tommy sind hingegen inzwischen wieder voll einsatzfähig. Baum ist vor der Party in Gladbach deshalb guter Dinge, was sein Personal betrifft. Ich hoffe, dass bei den Verletzten am Wochenende wieder die Null steht.